Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Springer, das muss man auch erst mal schaffen, in meinen Augen einen an sich ja diskussionswürdigen Antrag derartig mit einer falschen Tonlage zu versehen, dass man schon bald nicht mehr darüber diskutieren möchte. Also das Chapeau. Also wir befinden uns tatsächlich wieder mal in einer sehr emotional aufgeladenen Debatte. Das Thema Kindergeldbezüge für nicht in Deutschland lebende Kinder treibt die Menschen nicht erst seit gestern um. Das ungute Gefühl, das durch unsere ja vergleichsweise tatsächlich hohen Kindergeldzahlungen auch Fehlanreize gesetzt werden, gärt seit langem und wurde bislang sträflich vernachlässigt. Die Bundesregierung hätte uns diese Debatte heute ersparen können, wenn sie zielgerichtet gearbeitet hätte in den vergangenen Jahren und mit ganzem Einsatz bei ihren europäischen Partnern für Änderungen an der bestehenden EU-Regelung sich eingesetzt hätte. Nun missbrauchen interessierte Populisten diese Ausgangslage für erneute Hetze und Stigmatisierung. Dabei wollte die Bundesregierung eine Änderung schon einmal herbeiführen. Es ist gerade gesagt worden, denn es lag bereits im vergangenen Jahr ein Referentenentwurf aus dem Bundesfinanzministerium vor, der zumindest die Diskussion auf die europäische Ebene hätte verlagern wollen. Letztlich scheiterte dieser Vorstoß des damaligen Finanzministers Wolfgang Schäuble am Widerstand der SPD. Obwohl gerade der damalige Parteivorsitzende Sigmar Gabriel Schäuble zu diesem Handeln eigentlich aufgefordert hatte. Es bleibt also das Geheimnis der SPD, warum man da nicht weitergekommen ist. Und erst im vergangenen Mai gab es zu diesem Thema schon eine Bundesratsinitiative der Bayerischen Landesregierung. Wahrscheinlich ist es dem Streben nach Koalitionsfrieden geschuldet, dass diese Initiative nicht wirklich das Licht der Öffentlichkeit erblickte, wenngleich wir eben natürlich Zeugen einer wahren Liebesbekundung zwischen den Koalitionspartnern geworden sind. Auch derzeit herrscht weiter Lethargie bei der Bundesregierung. Dabei sollte dieses Thema nach wie vor ein wichtiges Anliegen sein. Nicht nur, weil damit unter Umständen dreistellige Millionenbeträge eingespart würden, sondern vor allem um das Empfinden der Menschen, Deutschland sei der Zahlmeister Europas, aufzunehmen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und den Populisten entschlossen entgegenzutreten. Die spürbare Unzufriedenheit und mangelnde Souveränität mit zahlreichen EU-Vorgaben treiben den Populisten und EU-Gegnern die Wählerinnen und Wähler leider in Scharen zu. Und wenn die EU-Kommission und Bundesregierung nicht endlich erkennen, dass ihre Politikgestaltung oft mehr entfremdet als vereint, steht unser gemeinsames Europa vor gewaltigen Umbrüchen, die wir hier alle, bis auf einige wenige, eigentlich so nicht haben möchten. Ich fürchte, das Schlimmste für die wirklich großen Herausforderungen Europas, wenn eine Kompromissfindung schon bei einem so kleinen Thema scheitert. Denn es ist ein kleines Thema, und da sollten wir auch die Kirche im Dorf lassen. 2017 standen den deutschen Gesamtausgaben von knapp 36 Milliarden Euro für das Kindergeld etwa 320 Millionen Euro gegenüber, die auf ausländische Konten überwiesen wurden. Rein rechnerisch also weniger als 1%. Und das sind ja nicht alles Einwanderungen in unsere Sozialsysteme, wie die AfD so gerade immer meint. Hier haben wir es ja auch beispielsweise mit im Ausland lebenden Kindern, studierenden Kindern zu tun. Aber das bestehende Missverhältnis führt zu Ungleichgewichten, die mit dem europäischen Recht auf Freizügigkeit weder beabsichtigt waren, noch sind sie dadurch zu begründen. Vor diesem Hintergrund stimmen wir heute der Überweisung des vorliegenden Antrags in den Finanzausschuss zu. Wir werden uns der anschließenden Debatte ergebnisoffen zeigen und auch konstruktiv einbringen. Dabei werden wir der antragstellenden AfD-Fraktion aber auch erklären müssen, dass hier kein europarechtskonformer Gesetzesentwurf notwendig ist, sondern eine Änderung europäischen Koordinierungsrechts. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Jörg Cézanne für die Fraktion Die Linke.